Sie war ein Symbol für Militarismus und Nationalismus, die Gasisonkirche in Potsdam. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt, in der DDR dann abgerissen. Nach dem Mauerfall wurde diskutiert, ob man sie wieder aufbauen sollte. Vor 7 Jahren wurde damit begonnen. Der Bund gab 24,5 Millionen Euro dazu. Und heute wurde der Turm der Kirche feierlich eröffnet. Es fehlt nur noch die Turmspitze, dann ist die wieder aufgebaute Garnisonkirche das höchste Gebäude Potsdams und das wohl auch umstrittenste. Heute ist Einweihung, begleitet von Protesten vor der Tür. Nazi-Kirche, sagen die einen, ein künftiger Ort der Friedensarbeit, die anderen. Die neue Garnisonkirche erinnert uns daran, welches Unheil nationale Raserei, Rassenwahn und Eroberungspolitik über Deutschland und Europa gebracht haben. Jedem Versuch, deutsche Verantwortung zu leugnen, stellen wir uns entschieden entgegen. Mit einem Staatsakt in der Garnisonkirche wurde am 21. März 1933 der erste Reichstag nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eröffnet. Der Handschlag von Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler am sogenannten Tag von Potsdam symbolisiert den Untergang der ersten deutschen Demokratie. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde die Garnisonkirche 1968 auf Geheiß der DDR-Führung gesprengt. Sie hätte nie wieder aufgebaut werden dürfen, sagen heute Kritiker. Der Originalturm ist natürlich preußischer, deutscher Militarismus, Nationalismus, Imperialismus. Und der Nachbau ist eigentlich ein Wahrzeichen für undemokratisches, elitäres Handeln. Die Ausstellung Glaube macht Militär soll sich kritisch mit der Geschichte auseinandersetzen. Es geht auch darum, eine Vereinnahmung der Garnisonkirche durch rechtsextreme Kreise zu verhindern. Und zum Wetter, besonders im Norden des Landes, macht der Sommer auch morgen eine Pause.